weitergeht. Und dass es aber nicht an unserem Genom liegt, das uns daran hindert, sondern die Art und Weise, wie wir uns organisieren. Mein Titel ist etwas in eine Abänderung, mit einer Abänderung verbunden. Aber ich will gleich sagen, dass wenn ich hier über lebendige Identitäten spreche und Identität spreche, bedeutet es nicht, dass ich von dem Ziel, was Ihnen vorsteht, eigentlich abweichen will, sondern das Lebendige ist für mich ganz wesentlich, um das zu bewerkstelligen, was wir eigentlich bewerkstelligen müssen. Wir brauchen andere Instrumente als die, die uns die Wissenschaft bietet. Ich bin Kernphysiker, Sie werden sich wundern, dass ich überhaupt auf diese Weise rede. Ich habe 50 Jahre lang über die Grundlagen der Materie nachgedacht. Ich bin also einer der Experten, Atomphysiker, nein, ganz, ganz da unten, ja, um zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Was ist die Materie, wie ist die Dynamik der Materie, ja? Und ich kann Ihnen sagen, was herauskommt, aber nicht überraschend herausgekommen ist, dass es die Materie überhaupt nicht gibt. Und Sie brauchen nicht zu glauben, dass ich jetzt hochdeprimiert bin, 50 Jahre meines Lebens an etwas hinzuhängen, was nicht existiert. Das ist das Beste, was Ihnen passieren kann. Dass Sie feststellen, dass hinter unserer rationalen Denke über diese materielle, mechanistisches Denken, dass hier eine Grenze gesetzt ist, das nicht durch unsere Ignoranz gegeben ist, sondern grundsätzlich vergraben ist. Und das ist, müssten wir immer wieder betonen. Wir sind nicht so hilflos, weil wir nicht in dieser Welt leben, die wir in der Wissenschaft beschreiben. Und deshalb bedeutet es auch, dass man den Wissenschaftlern sagt, ihr müsst Bescheidenheit üben. Das heißt, was ihr macht, ist nicht falsch. Aber die Übertreibung, dass ihr glaubt, mit wissenschaftlichen Methoden dieses Problem lösen zu können, das ist einfach nicht möglich, weil das Fundament der Wirklichkeit nicht die Materie ist, sondern etwas anderes. Und das klingt sehr esoterisch und es hat auch esoterische Züge, aber ich versuche es nicht in unserer Sprache auszudrücken, weil die nicht mehr reicht. Nun zunächst mal zu der Identität. Hinter dieser Identität verbirgt sich eine Mehrdeutigkeit, die wie ein Widerspruch erscheint, doch auch eine gemeinsame Sehnsucht des Menschen zum Ausdruck bringt. Ja, einerseits erscheint uns Identität persönlich und uns eigen als Möglichkeit, sich von allen anderen und allem anderen, von allen anderen und allem anderen deutlich zu unterscheiden, ja, einzigartig zu sein. Das ist richtig. Und damit die Chance zu erlangen, ja, nicht die anderen zu überholen und andere zu unterdrücken, sondern die Welt auf einzigartige Weise durch unseren persönlichen Einsatz in ihrer Vielfalt bereichern zu können. Andererseits lässt sich eine Identität durch die Einsicht erfahren, ein engagierter Teilnehmer, ja, voll Teilhabender einer umfassenden Einheit zu sein, sich mit dieser im Grunde identifizieren zu können und damit die intime Gemeinsamkeit unmittelbar als eine umfassendere Art von Identität, als Identität zu erleben, wie dies Heinrich Rombach, ein Schüler von Heidegger, in seiner Philosophie der Hermeneutik genannt hat. Aber diesen Begrifflichkeiten mangelt es meines Erachtens an Beweglichkeit, an Lebendigkeit. Es ist nichts von einem Ein- und Ausatmen zu spüren, von einem Herzklopfen, von etwas, was uns wirklich eigentlich bewegt. Weil Identität zunächst mal so etwas wie Gleichheit betont, vollkommene Übereinstimmung, nicht, in der man dann verharrt. Es ist irgendetwas Statisches. Und das ist im Grunde nicht angelegt. Das ist noch eine Erinnerung an unsere andere Vorstellung, dass das Fundament unserer Wirklichkeit die Materie ist, etwas, ein Fundament, was also da ist. Wir müssen sehen, dass das nicht mehr der Fall ist. Die eigene Identität kann sich ja ständig ändern und sie ändert sich. Wir sind nicht mit uns identisch in jedem Augenblick, in jeder Kontakt, den wir haben, verändert uns. Und das ist wichtig. Wir sind ewig lernfähig, wir sind ewig wachsend, aber nicht materiell wachsend, sondern in unserer
in der tiefsten Verbundenheit, die hinter all diesen mechanistischen Mechaniken hier steht. Und diese Identität, die gibt uns, diese lebendige Identität, die gibt uns die Möglichkeit, dass wir zum Atmen kommen, dass die harte Schale weich wird und dass wir auf diese Weise auch dialogfähig werden, anstatt zu sagen, jetzt habe ich begriffen, was es ist, jetzt muss ich das verteidigen und so ist es richtig. Oder wir als Wissenschaftler, die sagen, jetzt sind endlich diese Menschen auf der Welt, die echt wissen, was richtig und falsch ist. Ja? Nicht? Das ist ein Fundamentalismus, den hätten sie vor 100 Jahren noch ausdrücken können. Aber die wissenschaftliche Revolution, die wir in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten, hat uns ja in einen anderen Zusammenhang geführt. Warum nehmen wir das nicht auf? Ich verstehe das nicht. Wir sind sonst so schnelllebig, alles aufzunehmen. In den 20er Jahren ist die Materie uns verloren gegangen. Wer spricht heute davon? Wir sprechen immer noch so, als ob es das Einzige ist, was für uns wichtig ist. Es ist also nicht nur die Frage, wie verschiedene Identitäten sozusagen sich überschneiden und zu einer gemeinsamen Lösung kommen, sondern es ist nicht ein Überschneiden von Identitäten, sondern es ist ein Überschneiden, ein Zusammenkunft von Identitäten, die nicht isoliert von den anderen Identitäten existieren, die durchlässig sind, dass wir den anderen dass wir den anderen verstehen, ohne dass wir sozusagen seine Identität in dem Sinne akzeptieren müssen, sondern dass wir merken, ich bin du und du bist ich. Das heißt, wir tragen schon, bevor wir einen Dialog beginnen, tragen wir etwas Gemeinsames in uns, das uns diese Möglichkeit schafft, überhaupt etwas zustande zu bringen, was wie ein Ausgleich das ist. Der Ausgleich bedeutet nicht, dass der eine nachgeben muss und der andere gewinnt, sondern der Ausgleich bedeutet immer, dass man ein Zusammenspiel konstruiert, wo jeder seine Eigenart zum Ausdruck bringen kann, aber es mit dem anderen in gewisser Weise kombinieren muss, sodass man auf einer höheren Ebene wieder zu einem Zusammenspiel kommt. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir nicht ein Entweder-Oder-Spiel haben, sondern immer ein Sowohl-als-auch-Spiel. Wenn wir einen anderen treffen, der anderer Meinung ist, dann müssen wir einfach in einen höheren Raum gehen. Und der eine hat die Dimension, der andere hat jene Dimension. Und wenn die zusammenkommt, dann sind wir in einem höheren Raum und haben andere Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Fall. Nun, ich will eigentlich erst mal so ganz grob sagen, auf was ich hier eigentlich eingehen möchte. Es kommt wirklich bei mir davon her, dass ich als Naturwissenschaftler eben diese Erfahrung gemacht habe, als jemanden, der wissen wollte, was die Welt im Innersten zusammenhält, auf einmal festgestellt hat, dass das, was am Grunde angenommen wird, eigentlich gar nicht funktioniert, sondern dass da etwas eben was ganz Andersartiges ist, was man nicht mehr in unserer Umgangssprache ausdrücken kann. Und das ist die Schwierigkeit, warum wir es nicht akzeptieren. Erklär mir das, heißt das immer, erklärt dir was. Erklären heißt, in der Sprache zu erklären, die unsere Umgangssprache ist. Unsere Umgangssprache ist nicht geeignet, das zu hinterfragen, was eigentlich im Hintergrund da ist. Unsere Umgangssprache ist dazu da, uns zu überleben, den Apfel am Baum zu finden, mit dem ich mich füttere, damit ich weiterleben kann. Ich kann doch nicht glauben, dass die Apfelpflücksprache ausreicht, das zu erkennen, was im Hintergrund ist, das gar nichts mit Äpfeln zu tun hat. Aber ich verstehe selbstverständlich, dass wir alle, wenn wir über die Natur sprechen, immer von Äpfeln sprechen und kleinen Äpfeln nennen. Und das ist dann die Materie, die wir begreifen können. Das ist immer noch der alte Apfel, der in unserer Hand ist, den wir auf verschiedene Weise eben miteinander kombinieren, wo wir glauben, wir könnten alles erklären. Wenn man diese Erweiterung festgestellt hat, dann sieht man, dass man in einer ganz anderen Sprache einmünden muss, wo die begreifende Hand ignoriert werden muss, die begreifende Hand, die das, was eigentlich zusammengehört, immer wieder zerreißt, die Hand schließt und glaubt, er hätte das Wesentliche in der Hand, nachdem er die Hand zugemacht hat. Wir müssen lernen, die Hände wieder aufzumachen. Das heißt, das, was im Hintergrund ist, nicht zu erklären rational, sondern zu erfüllen,
Das heißt, es abzutasten und damit uns heranzumachen an dem, was im Hintergrund wirklich da ist. Und wir haben auch die Fähigkeit dazu, das auch wirklich zu machen, weil wir ja alle miteinander verbunden sind.